Jo, hallo, herzlich willkommen in Bundesgericht in Bremen. Bisschen wechselhaftes Wetter, aber es passt schon. Ja, da hat gerade schon eine Friese reingerufen. So, Friese 146 Bremen-Turm, hallo. Aktive Piste ist die 27, das coolen Haas 1019. Servus. Okay, Friese 146 ist VfR nach Boge, Abschnittplatz Allgemeine Luftfahrt, Piste 27, Koordinat 1019 und Ausflug wäre über November. Bin heute bereit. Friese 146, verstanden, Ausflug über November. Rollen Sie zum Rollhalt der Piste 27 über Romeo Kilo und Delta. Also war der Piste 27 über Romeo Kilo Delta. Wie seid ihr 6? Ja, Rolze. Ich habe den Flughafen ein bisschen begrünt, sag ich mal. Ihre Texturen auf den Boden gelegt. So, ich Bock drauf. Und dann schauen wir mal, ob heute was geht an der Stelle. Wind kommt aus leicht nördlichen Richtungen. Ich glaube, das lag an ihm oder an mir. Man wird es sehen. Ich hoffe, dass das stabil läuft. Und dann schauen wir mal. Papa, Papa. Ansonsten sind ein paar 1, 2, 3 Flieger inbound. Schauen wir mal, was geht heute hier. Bremen. Diese 146, Papa 24. Aber der Piste 27
Allgemeinmeldung Delta, abflugbereit. Insa 146, nach dem Abheben verlassen Sie Kontrollzone über November, Rechtskurve ist genehmigt. Wind 320 Grad, 09 Knoten, Piste 27 startfrei. Nach dem Abheben verlasse ich die Kontrollzone über November, Rechtskurve genehmigt, Piste 27 startfrei, Insa 146. Diese 16 Kontrollzone über November verlassen, 1800 Fuß. Diese 16 verstanden, hat einen guten Flug, verlassen der Frequenz ist genehmigt. Ja, danke für Ihren Service. Diese 16 Wechselfrequenz genehmigt.
Nachher kommt noch ein Lotse dazu, dann gehe ich vielleicht auf den Ground, das spreche ich dann mit dem ab. Stunde 40 wird er da sein. Mal gucken, wie er es will. Gucken wir erstmal, ob noch ein bisschen Verkehr hier reinkommt. Ja.
Moin, moin, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist noch Ruhe. Schauen wir mal, was so geht. Heute in Bremen. Auf dem Tower. Bei Nordwind. Tschüss. Ein paar Flieger sind auf dem Weg zu mir. Mal gucken, das wird sich schon noch füllen heute. Dauert erfahrungsgemäß immer eine Zeit, bis jemand kommt. Gucken, wie der Wind sich noch ändert heute. Da dreht wahrscheinlich der Wind heute noch über Nord. Ja, und dann schauen wir mal hier. Ja.
Na, wo bleibst du denn die Reihe her? Müsste jetzt so langsam eigentlich kommen. Bei aus Stuttgart. Bei Eurowings Maschinen. Einer aus Stockholm und noch einer aus Frankfurt stehen auf meiner Liste. Schauen wir mal. Boah, ich schmeck nur die rein, der da ist.
Ja, dann mach das. Mach das. Mach das. Das Klo ist schon nicht weit weg. Ja. Komm ruhig. Da oben in der Flugsicherung online habe ich eben gesehen, glaube ich. Bin vor zwei eben mal online. Wobei du noch nicht connected bist, glaube ich. Jedenfalls habe ich dich noch nicht. Aber das hat auch nichts zu sagen. Das kann manchmal sein, sage ich. Beim Norden kommt die Rheine herein. Sylt ist auch online. Aha. New Artist. Jetzt habe ich dich. Geht einer so noch arisch flott.
Oh, die Reine muss mal langsam eindrehen, würde ich sagen. Aha. Lufthansa 2 for Charlie steht hier. Ist out of flight plan. Ist da. So, die Ryanair, die wird jetzt aber wirklich ein, dass sie landet hier. Also, das gibt es doch. Okay.
39. An der Bau online bleibt. Da, hallo, Rani, zu der City von Runway 27. Rania Itsunosuno, Bremen Tower, hello. Wind 35 Zero degrees, 0900 knots, runway 27 clear to land. Runway 27 clear to land, Rania Itsunosuno. So, da kommt der Rhein. Rhein kommt der Rheinair. Ja, die Rheinair kommt rein. Baba. Mit Crosserwinde. Mit 9 Knoten. Das ist schon ganz kräftig eigentlich. Ne? Boink, boink. Und go round der Stelle. I know it's on the solo. What's the reason for the go around? Unstable approach, Van Azero Zulu. I know it's on the solo. So over to Unicom 122, it doesn't lie. Call me again when on Alice 2-7.
Call you on the final runway 27, runway 00. Luftschutz 24 Charlie Prim Tower, hello. Please check your mic. Luftschutz 24 Charlie, okay, ist better. A little bit leise. But better. Oh, die Ryanair, die macht eine extra Runde hier an dieser Stelle. Bin mal gespannt, ob es beim zweiten Mal klappt. So, no better. Ja, so geht es, denke ich. Perfekt. So, Lufthansa to Charlie with information power request cleared. Lufthansa for Charlie, Bremen Tower, hello. I don't have a flight plan from you now, yet. Check it, sorry. Lufthansa 2 for Charlie again. Did you see my flight plan? I have a flight plan from you. Roger. Ready to copy clearance, Lufthansa 2 for Charlie. For Charlie, ready to copy clearance.
November 2 for Charlie, please check information for Bravo. Startup is approved, you are cleared to Geneva, I think so. Via Erlat Trisulu, departure flight plan route, initial climb is 4000 feet and your squawk is 1000. So, we're clear to Geneva, at the Erlat Trisulu departure climbing to 4000 feet and squawk is 1000. Lufthansa 24 Charlie, readback is correct, call me when ready for push. Thanks for following. Danke fürs Follow. Folgen. Folgen. Arsch. Wir haben Charlie. Hello again, runway 5800, final runway 27. Runway 8000, Prim Tower, hello again. Wind 340 degrees, 08 knots, runway 27 clear to land. Runway 27 clear to land, runway 8800. Let's have a look. Klappt es dieses Mal? Das Erleben hier. Oh, Ulf, ich hoffe, es geht dir gut, wenn du schon reinfolgst. Diese ist wieder weg. Der schöne Tablet hier durchstreicht. Oh ja. Und die Lufthansa 5 Mark Charlie ist immer noch am Boden. Einen. Sache, böser Wind eigentlich. Ne? Er geht ja ein bisschen die Tailwind-Komponente rein, je nachdem, wie er kurz dreht. Ne?
So, oioioi, der schaukelt ja wieder. Gut, aber es ist auch ein bisschen böser Wind, ne? Lufthansa 2 for Charlie, push and start approved. Facing east, please. Push and start approved, face west. Negative, facing east. East, sorry. We're getting wrong way, Reiner Ezulu Zulu. Reiner Ezulu Zulu, welcome to Bremen, taxi to stand 09er via Alpha and November. Alpha November, San Zero Niner, Rene Zuzu. Rainer Ezunusu, you passed Stand 09er, it's left behind you. Yeah, we forgot. We have Stand 7 on us. Any chance you can go to it? Yeah, now you have two. You can, if it passes. If there's another place, you can take a stand left of you. Otherwise, you have to wait until the Lufthansa plane taxis. Negative, we're going to stand 7, Lufthansa. I'm ready to the for Charlie, taxi to holding point runway 27 via November Charlie in Foxtrot. Taxi to
Victoria Post Runway 27, Mayan November, Charlie in Foxtrot. Oh. Ja, dann viel Erfolg. In Bremen ist schön Kreuzwind. Da auch viel Erfolg. Lufthansa 2 for Charlie, what are you doing? You passed the Hawking Point. Let's say holding point on runway 27. Now you are behind the holding point on runway 27. Ah, but for now, wind 340 degrees, 0 at knots, runway 27 cleared for takeoff. 27 cleared for takeoff, sorry that. I don't know, sorry. Have a nice flight, bye. Bye. Wow.
So, so langsam tut sich was. Was ist denn? Na, Quantas. Moin, moin. Wo bist du? Hä? Du bist vielleicht eine Eurowings, aber trotzdem, da steht eine Qantas. Und vorher ne, dran steht eine Lufthansa. Auf jeden Fall. So, schaut es aus. Und ich hoffe, es geht dir gut hier. In Sofia. Na Sofia. Als Observer drin. Da haben wir es wieder. Dann sind es ja schon drei. Ja, da ist doch die jungen Wings.
Guten Abend, ich hoffe, es geht dir gut. Herzlich willkommen. Das ist unterschiedlich. Es kommt davon an, wie viel Betrieb es ist. Ja. Manchmal kommen auch mal freie Anweisungen. Mein Englisch ist doch manchmal ein bisschen hakelig, aber meistens reicht es. Ich würde auf. Gibt ein paar gute Videos, so Einsteigervideos auf YouTube. Da kannst du mal reingucken. Weil die Clearances und so, die sind standardisiert. Also die meisten Funksprüche sind standardisiert. Nur wenn man davon abweicht, dann wird es hakelig. Genau, so sieht's aus. Den kenne ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Aber ja, wie gesagt, bisschen Englisch muss man halt lernen. Macht schon Sinn. Bremen Tower, good day, this is Qantas 559 with information Charlie requesting IFR clearance to Sofia Airport at 5. Qantas 559 at Bremen Tower, hello. Information Charlie is correct. You're clear, startup approved, you're clear to Sofia via Nienburg 5 Zulu departure, flight plan route, initial climb is 4000 feet and squawk 2441. Here's IFR clearance via near 1 Alpha Squawk 2441 Qantas 559. It's the November India Echo 5 Zulu departure. November India Echo 5 Zulu departure, Qantas 559. Thank you for the correction. Qantas 559, Rickback correct. Call me when ready for push. Bremen Tower, hello, your wings 255 on ILS approach runway 27. Was? Eurowings 255 Bremen Tower, hello. Wind 34 Sea Eduquies, 0 at knots, runway 27 cleared to land. Runway 27 cleared for land, Eurowings 255. Das kommt leider vor. Alles ehrenamtlich, sag ich. Ne? Macht jeder in seiner Freizeit. Ja? Von daher. Ist wie es ist. Dann gucken wir mal, wie er reinkommt mit Crosswind von Norden. Ein bisschen weggedreht.
Das liegt daran, dass die Chat-Anzeige nicht im Stream ist, sondern tatsächlich bei mir hier auf dem Monitor erscheint. Ich habe mir die über, damit ich den Chat sehe, über Gyroskop tatsächlich gelegt. Also die liegt tatsächlich bei mir auf dem Monitor zum Gucken und nicht nur im Stream. Das ist, ja, die liegt quasi über Windows drüber. Maven Tower, this is Qantas 559, we are ready for pushback. Qantas 559, push and start approved facing east. Push and start facing east, Qantas 559. Ja, wie gesagt, es ist Kreuzwind. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist schon ein bisschen, ja. Auf die 4 geht er, ne? Der geht auf die 7. Das sieht im X-Plane so aus. Wenn der MSFS fliegt, ist der Flughafen höher als im X-Plane. Deswegen siehst du nicht genau, ob er richtig aufsetzt. Das ist leider so eine ja, kleine Ungenauigkeit. Raymond Tower, very good evening. Lufthansa 45 Echo, Gate 3, Information Charlie is on board, requesting IFR clearance to Stuttgart. Lufthansa 45 Echo, I will call you back for clearance. Eurowings 255, taxi to stand 07 via Alpha in November, please. Taxi to stand 07 via Alpha in November, Eurowings 255. Was? Das habe ich nicht verstanden. Die Frage habe ich nicht verstanden. Lufthansa 45 Echo, ready for copy clearance. Ready to copy, 45 Echo. Lufthansa 45 Echo, information Charlie is correct. Startup approved, you are clear to Stuttgart via Airlat Trisuno departure, flight plan route, initial climb is 4000 feet and your squawk 1000. Clear to Stuttgart via the Airlat Trisuno departure route out of runway 27 and after that flight plan route. Initial climb 4000 feet, squawk 1000 and startup is approved. Lufthansa 45 Echo. Lufthansa 45 Echo, readback is correct. Call me when ready for pushback. Yeah. I will call 45 Echo. Danke für das Sack. Thomas, grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ich stream eher spontan heute. Also, ich wusste noch gar nicht, was ich mache heute. Also, ich habe hier noch offen ein Programm mit Traffic Inbound. Ja? Und das ist, was noch steht. Allerdings ist das verzögern. Der hat geparkt. Ja, vielen Dank, Domark. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Sonntag. Ja, so sieht es aus.
Bremen Tower, schönen guten Abend, Jungs, 1-2-Echo, Stand-on, Gate 6, Information Charlie on board, Request IFR clearance to Stuttgart. Jungs, 1-2-Echo, Bremen Tower, hello. Information Charlie, correct, startup approved, you are clear to Stuttgart via Airlat. Please do departure, platform route, initial climb is 4000 feet and squawk 1000. Startup is approved, clear to Stuttgart via Airlat 3 Zulu departure, flight plan route, initial climb 4000 and squawk is 1000 for UNIS 1 Echo. UNIS 1 2 Echo, readback is correct, call me when ready for push. Call for push and for UNIS 1 Echo. Bremen Tower, Qantas 559 is ready for taxi. Qantas 559, taxi to Link Point Runway 27 via November Charlie and Foxtrot. Taxi to Link Point 27 via November Charlie and Foxtrot, Qantas Servus. Oh, ich hab vier am Boden. Hattest du nicht eh gebucht? Irgendjemand hat gebucht nachher. Also ab einer halben Stunde. Ja gut, drei davon haben schon Clearance, ne? Naja, wir haben alle Clearance. Der vierte ist gelandet. Zwei müssen noch pushen, keine Ahnung. Erfahrungsgemäß wird es voller, wenn mehr Leute da sind. Schauen wir mal. Mach Hamburger auf, das stört mich doch nicht. Das macht mir nichts. Wenn nachher noch ein Ground dazukommt oder ich gehe auf Ground, je nachdem. Bitte, mach doch auf, wenn du Bock drauf hast. Hamburg fliegen sie eh, egal ob da jemand ist oder nicht. Die 8 inbound werden bestimmt nicht die beraten jetzt. Na, 7 sind es noch.
Bremen Tower, die Ewing's 1-2 Echo on Gate 6 is ready for pushback. Ewing's 1-2 Echo push and start approved, facing east. Facing east for Ewing's 1-2 Echo. Ja, da frag mich mal was Besseres, was eine Quandas macht, wenn es Spaß macht, sondern in Bremen fliegen. Der rollt auch garantiert über die Adellinie. Mal gucken, ob es schnallt. Die Adellinie ist nämlich sehr, sehr früh. Man, schau mal, wer da angehalten. Bremen Tower, Qantas 559, we are holding at runway 27. Ja, Qantas 559, are you ready for departure? We are ready for departure, Bremen Tower, Qantas 559. Das 559, man, Wind 340 degrees, 0 at knots, runway 27, cleared for takeoff, bye, have a nice flight. Clear for takeoff, Qantas 559, thanks for your help. Qantas fliegt jetzt, vor allen Dingen fliegt die Qantas nach Basel. Hey, wo fliegt sie hin? Vorwärts Echo, ist also ready for pushback. Lufthansa Vorwärts Echo, can you make a straight push on stand 1-4? Yes, should be possible. One moment, please. Yes, it's possible. Roger, Lufthansa Vorwärts Echo, push and start approved. On stand 1-4, please. Push and start approved, straight backwards to stand 1-4, Lufthansa 4-5 Echo. Ach, die Frage, was ist los mit der Qantas? Ja? Bleibt spannend. Der Vorfall-Echo ein bisschen weiter zurück wäre ganz gut gewesen, weil Sinn war ja, dass jemand vor dir vorbeirollen könnte, theoretisch. Ja, ich bin noch dabei. Eine Sekunde, bitte. Das ist manchmal ein bisschen crazy mit den Simulatoren hier. Ja, GSX macht erstmal nicht genau das, was man möchte. Ja, und dieses Pushback-Editing-Tool ist auch so komfortabel. Geht schon weiter.
Die Lufthansa hat die Parkingbrick gesetzt. Ich habe beides, ja. Ich mache im Moment aber mehr im X-Plane, muss ich gestehen. Aber ich habe beides. Bremen Tower, Condor Air Sierra Whiskey, hallo. Established Alex, Runway 27. Condor Air Sierra Whiskey, Bremen Tower, hallo. Wind 35 0 degrees, 09 knots, Runway 27, clear to land. Clear to land, Runway 27, Condor 8 Sierra Whiskey. Jo, in front of Echo is ready for taxi. Jo, Wings 1 to Echo, taxi to holding point, Runway 27, via November Charlie in Foxtrot. Holding Point 27 via November Charlie and Foxtrot for you in front of Echo. Ja, aber nur der. Ach, der Carsten, Servus. Bremen-Turm, die Delta Echo Mike, Lima Bravo. Delta Echo Mike, Lima Bravo, Bremen-Turm, hallo. Die Delta Echo Mike, Lima Bravo, wir sind 20 Meilen südöstlich von Bremen und bitten Einflug in die Kontrollzone zur Landung über Whisky und Sierra 2. Delta Lima Bravo, das ist so verstanden. Aktive Piste ist die Piste 27, das QNH Bremen 1019. Aktive Piste 27, QNH 1019, Delta Echo Mike Lima Bravo. Das Taxi in Lufthansa, Vorfahrt Echo. Und Delta Lima Bravo, dann fliegen Sie in die Kontrollzone über Whisky und Sierra 2. Und melden Sie sich, wenn Sie Whisky passieren, bitte. Fliege aber in die Kontrollzone über Whisky und Sierra 2 und melde Whisky Delta Lima Bravo. Request Taxi, Lufthansa, Vorfahrt Echo. Ah, Lufthansa Vorpfeife Echo und Exito Holding Point Runway 27 via November Charlie in Foxtrot. Holding Point Runway 27 via November Charlie in Foxtrot, Lufthansa Vorpfeife Echo. Sierra Whiskey, die armen Bremsen. Willkommen in Welcome Bremen. Vacate via Charlie, hold short of Foxtrot, please.
Condor 8 Sierra Whiskey, Vacate via Charlie and Hold Short Foxtrot. So, now you can taxi to stand 03 via Charlie and November Condor 8 Sierra Whiskey. Thank you. Taxi to stand 03 via Charlie and November Condor 8 Sierra Whiskey. Jo, Wings 1, 2, Echo ist ready for departure. Jo, Wings 1, 2, Echo, Wind 350 D3, 09 Knots, Runway 27, clear for takeoff. Clear for takeoff, Jo, Wings 1, 2, Echo. Ja, aber diese Kamerafunktion habe ich halt im MSFS nicht, deswegen benutze ich X-Plane zum Lotsen auf jeden Fall immer. Und manche Sachen sind im X-Plane schöner. Das Einzige, was ich heute gemacht habe, ich habe mal den Bremen Airport ein bisschen grüner gemacht. Andere Bodentexturen ans Gras gelegt. Da war so braun alles. Lanza 45 Echo, we are fully ready. Lufthansa 45 Echo, line up runway 27 and wait. Line up runway 27 and wait, Lufthansa 45 Echo. Lufthansa 45 Echo, Wind 350 degrees, 09 Knots, Runway 27, cleared for takeoff, bye, have a nice flight. Cleared for takeoff, Runway 27, Lufthansa 45 Echo, danke dir und schönen Abend noch, ciao, ciao. Bremen Tower, die Jungs waren zu Echo, switch to Lee, kommen und vielleicht bis später. Ja, tschüss, hab einen schönen Flug. Delta Command Lima Bravo, passieren Whisky 2000 Fuß. Der Lima Bravo verstanden. Eine Verkehrsinformation für Sie. Ein A320 hebt gerade ab von der Piste 27, fliegt dann nach Süden.
Delta Lima Bravo. Und die Tower View hier. Ostwind. Bravo, die abfliegende A320 ist auf 2500 Fuß auf ihrer 12 Uhr Position jetzt. Jetzt 3000 Fuß. Delta Lima Bravo, Verkehr in Sicht. Bremen Tower, Jörder Wings, 424, hallo und moin. Fully established on the ILS. Jungs 424, Bremen Tower, hello. Wind 350, die Kiesion an der Nord, Runway 27, clear to land. Runway 27, clear to land, your wings 424. Und hallo, Austrian 276 Lima at stand 1, request part 2, Vienna. Austin 276 Lima, confirm your calling for clearance. FM. Austin 276 Lima, Bremen Tower, hello. Information Delta is current startup approved. You are cleared to Vienna via Nienburg 5 Zulu departure. Flight plan route, initial climb is 4000 feet and your squawk 1000. Keep Vienna, Nienburg 5 Zulu, initially 5000, squawk 1000, Austin 276 Lima. Austrian 276 Lima, repair correct, call me for push. Willkommen. Delta Lima Bravo, über Sierra 2 fliegen Sie einen Vollkreis rechts, bitte. Über Sierra 2 einen Vollkreis rechts, Delta Lima Bravo. Wings 424, traffic information for you. Cessna 172 is circling south of the field at 2000 feet, no vector. Affirmative, so your wings 424. Delta Lima Bravo, Sierra 2, 2000 Fuß. Delta Lima Bravo, verstanden. Okay, der fliegt ein Kreis. Ja, das wäre zu knapp geworden. Austrian 276 Lima ist ready for push and start. Austrian 276 Lima, push and start approved, facing southeast. Pushing the professor of East of the 2000 Lima.
Etta Lima Bravo, ein Eurowings A320 ist im Endanflug auf die Piste 27, melden Sie den Verkehr in Sicht. Etta Lima Bravo, Verkehr nicht in Sicht. Verkehr in Sicht? Negativ, kein Kontakt. Ja, der ist auf Ihrer 2-Uhr-Position. Delta Lima Bravo, dann fliegt man noch ein Stück in den Gegenanflug der Piste 27. Fliegen wir in den Gegenanflug bis 27, Delta Lima Bravo. Delta Lima Bravo, fliegen Sie in den Querenflug der Piste 27. Querenflug Piste 27, Delta Lima Bravo. Eurowings 424, welcome to Bremen. Taxi to stand 04 via Alpha November. Taxiing to stand 7 via Alpha November, Eurowings 424. Eurowings 424, stand 04, please. Stand 04, Eurowings 424. Und Delta Lima Bravo, Wind 350 Grad, nur 9 Knoten, Piste 27, Landung frei. Piste 27, Landung frei, Delta Lima Bravo. Stand 276, Lima Victor, Trust Taxi. Austrian 276, Lima, Taxi, Deutung, Kontra, mit 27, wir in November, Charlie, in Foxtrot. Und im Hotel 7 war November Charlie and Foxtrot aus dem 276. Delta Lima Bravo, willkommen in Bremen. Verlassen Sie die Piste über Charlie, bitte. Verlasse über Charlie, Delta Lima Bravo, kein Problem.
Raymond Tower, Eurowings 424, arrived at the gates, will leave frequency. Vielen Dank für den Service. Danke fürs Fliegen, tschüss. Delta Lima Bravo, rollen Sie zum Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt über Kilo und Romeo, bitte. Über Kilo und Romeo zum Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt, Delta Lima Bravo. Austin 276 Lima, ready for departure. Austin 276 Lima, Wind 36 CO, degree 07 knots, runway 27, clear for takeoff. Bye, have a nice flight. 27 clear takeoff, Austin 276 Lima, danke, ciao. Oh, haben wir es wieder. Der Lima Bravo am Parkplatz ist angekommen. Danke für den Service und dir noch einen schönen Abend. Ciao. Zwölf.
Das ist einfacher, dass da. Ja, Hamburg ist voll mit anderen, deswegen sind die Hamburger bei mir. Genau. Deswegen lock dich doch einfach mal ein. Und dann würde ich auf den Crown switchen. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen weitermachen, tatsächlich. Also erfahrungsgemäß kommt halt viel mehr Traffic, wenn du beides hast, ne? Den kriegst du mal, also am wenigsten hat man es Tower zu tun, tatsächlich. Du brauchst also beides quasi. Und umgekehrt bringt es da auch nichts. Ja, also WFA hatte ich einen bis jetzt. Ah, dann lockt dich trotzdem mal parallel drauf. Ah, dann ist es ja. Ja, also hat das noch nicht übernommen. Ja, da steht eine TUI, also aktiv ist die 27. Ich habe im Moment Echo. Quasi. Die TUI hat noch gar nichts. Die hat nur nicht reingerufen. Und ja, da habe ich nur schon die Dings ausgewählt und sonst noch nichts. Und sonst ja, kommen noch vier rein quasi. Deswegen. Na, weiß man nicht. Weiß man ja nicht. Gut. Dann mal. Ah, ich disconnecte mal gerade meine Aethys. Kannst du nämlich eine neue Aethys reintickern. Und dann, ja, vielleicht lotsen wir ein anderes Mal einmal zusammen. Ich finde zusammen lotsen eigentlich. Okay. Naja, so ist es manchmal. Ne? Gut. Ne, ich bin eigentlich aus Lange nicht Lotz Bremen eigentlich meistens nur, weil da viel Verkehr ist. Weil es eigentlich auch Spaß macht einfach. Und ich habe mich mal irgendwann für Stuttgart eingeschrieben. Ja, aber das dauert die Warteliste noch ein bisschen. Ne? Kann sein. Wie gesagt, im Moment lotse ich meistens hier oben rum. Muss mal im Forum gucken. Gut, ich muss da mal gerade was stellen. Gut, Freunde. Dann gehe ich an der Stelle auf. Der Kollege muss alleine lotsen weiter. Vielleicht mache ich gleich noch ein bisschen Roleplay. Wir sehen uns ein anderes Mal hier in Bremen. Bis dann. Ciao. Also es ist ein Controller da.